Der Marek, der Marek! Warum kommt er nicht? Weg! Hau den weg! Mann, du! Gib's dir nicht! Muss ich jetzt anhauen, doch weg, du! Mann, du! Ja, wo ich schrei, hau den Ball weg! Hände muss ich nicht den Ball spielen, das gibt's nicht. Hau den Ball weg! Gerrit! Sau da hinten ausbringen! Hey! Weiter! Er kommt! Oh! Und die direkte Antwort des VfL Moha 2:1. Ja, aber komm! Komm, wir probieren noch mal. Ja gut, ich kann heute meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wenn halt über 90 Minuten Gas geben. Das war eine ganz andere Leistung wie eine Woche zuvor gegen Almersbach. Wir hätten unterm Strich eigentlich einen Punkt hochverdient gehabt. Ein paar Situationen haben wir dann nicht ganz durchgespielt. Die 10, das war mit dem Video sehr, für mich ein klarer Elfmeter. Nichtsdestotrotz müssen wir weitermachen und wenn heute eine gute Leistung zeigt, dann müssen wir darauf aufbauen. Und nächste Woche versuche ich in Backnang wieder zu punkten. Also unterm Strich kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Und, knapper Sieg für Mohart, so ist Fußball. Wir waren halt eigentlich gut im Spiel und unterm Strich dann natürlich nichts geholt. Ist in unserer Situation eigentlich nicht gut, aber wir werden diese Woche das aufarbeiten und nächste Woche dann wieder gestärkt in das nächste Spiel gehen. Ich bin erleichtert, dass wir 3 Punkte geholt haben. Wir haben letzte 3 Spiele jetzt 7 Punkte geholt. Das ist optimal, das war unser Ziel auch. Das Spiel war aber nicht so toll, ich bin nicht zufrieden mit dem Spiel. Aber wir haben letzte Wochen gute Spiele gemacht und nicht viele Punkte geholt. Jetzt haben wir mal ein durchschnittliches Spiel gemacht. War von beiden Seiten jetzt nicht so das Top-Bezirksliga-Spiel. Aber wichtig für mich, dass wir 3 Punkte geholt haben. Wir können durchschnaufen. Und nächste Woche in Remshalden müssen wir uns natürlich steigern. Aber toller Tag für dich.